Moin Moin und willkommen zu Folge 47 von Heroes Charge. Ich habe eben gerade die 71 erreicht. Applaus, Applaus. Heute habe ich ja versprochen, den Sturmlord mal anzuspielen. Oder mal besser vorzustellen, so wie er abgeht. Ich habe auch mit Level 71 Kapitel 11 freigeschaltet. Das können wir ja mal zusammen rocken. Ist mal was anderes dann. Jetzt mache ich eben den Sturmlord nochmal einmal ein paar Pünktchen vergeben. So. 68 ist ja schon mal nicht schlecht. Ich denke, da... Wir können ja erstmal... Ja doch, ich stelle ihn als allererstes mal vor. Wie er so ist. Machen wir mal ein paar Booty-Kämpfe. Und dann können wir nochmal ein bisschen den Kapitel 11 spielen. Ja, das wird hier nichts für ihn. Mal gucken, wie ich dann die Zusammenstellung mache. Ziehe auf jeden Fall für den Silence. Kommando ist klar. Vielleicht nehme ich dann nochmal den Mystiker mit rein für den Damage Boost vom Sturmlord. Wo ist er denn? Da. Okay. So, da kamen eben seine Blitze von oben. Jetzt hat er den Old Curse nach oben geworfen und nach hinten und was weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die Ultimativfähigkeit. Da waren wieder Blitze. Ah, komm schon, jetzt. Und da kommt er. Okay. Oh Mann. Naja, man konnte wenigstens sehen, welche Fähigkeiten, also wie seine Fähigkeiten so aussehen, wenn er sie benutzt. Haben wir wenigstens mal alles gesehen. Mache ich den Kampf nochmal schnell zu Ende. So. Erledigt. Gut, ah, ich weiß nicht. Sturmlord im Booty-Kampf. Er ist auch noch nicht Max-Level. Ich denke, im Kreuzzug kommt er richtig gut. Dafür mache ich ihn aber auch noch erstmal auf Max-Level. Vorher ist das da nicht so pralle. Wir machen mal hier so ein Kapitel und da benutze ich ihn dann. Schauen wir mal, wie es klappt. Ah, guck, er möchte auch mit. Irgendwie gleich dabei. Ich weiß nicht, habe ich ihn gedrückt? Nee. So, den Warchief nehmen wir mit. Den Mystiker natürlich mit, den Deathmage und Commando. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ja, diese kleinen scheiß Zauberer. Die gehen mir tierisch auf den Senkel, wenn die so viel Schaden machen. Aber das geht. Er hat auch schon gleich die Ultimativfähigkeit. Können wir mal gleich, oder? Ne, ich spar's für die dritte. Boah. Für die dritte Stage auf. Und dann moschen wir sie alle weg. So. Zack, zack. Ja, erledigt. Ich finde den cool, ey. So, oh, was ist das denn für ein Gefährt, ey? Alter Falter. Na komm. Zack. Mal sehen, wer ist hier dabei? Joa. Könnte ich auch noch sparen, ich kann ja sie mal zünden. Okay, das ist ja alles ein bisschen fixer. Dritte Stage ist sowieso die spannendste. Da, flapp! Also den Sturmlord, wenn man jetzt gegen andere Spieler spielt, ist richtig cool. Wenn dann nur ein Tank, wenn man nur einen Tank gegen sich hat, dann wirft er den einfach hinten in die anderen rein und unser Warchief in diesem Fall
kann dann gleich sein volles Potenzial gegen die andere mittlere Lane dann ausführen. Das ist richtig cool. Oh, oh. Okay, Deathmatch. Was ist das denn hier? Oh. Cool. Kann man auch hier farmen. Zack. Also war immer zum Heulen. Ist man gerade Level up und dann muss man erstmal alle wieder auf 71 bringen und das kostet so verdammt viele Potions. Oh, was hab ich getan? Ich dachte, wir wären schon Stage 3. Oh mein Gott. Ups, aber kein Problem. Guckt euch das an. Und geil, das sah nice aus. Er hat zwischen seinen beiden Ultis hat er dann nochmal ihn einzeln hochgeworfen, diesen Psychopath. Richtig cool. Okay, das hat man doch, glaube ich, schon mal einen ganz guten Einblick von ihm bekommen. Wir können auch gleich mal einen Arena-Kampf machen. Vielleicht ist das... Mal schauen, wen haben wir denn hier? Hier ist nur ein Tank. So. Wir probieren mal gegen den. Ich hasse zwar den Iron Hoof, aber die anderen sind zu hoch am Level und das passt gerade. Wir bekämpfen ihn mal. So, dann nehme ich so. Zweimal Silence. Ja. Probieren wir es. Wie gesagt, er ist leider erst 68. So, und jetzt müssen wir auf seine Attacke warten und dann. Jetzt müsste sie kommen. Bumm! Und los, los, los! Und schon hängt der Warchief gleich vorne drin. Aber ja, gut, jetzt haben wir wieder am Boden verloren, weil er zu schnell drauf geht. Aber er ist wieder. Ach komm! Scheiß Eisenhuf. Aber das Prinzip, denke ich, ist klar. Da hat er es wieder gemacht. Richtig nice. Und... Ulti, Ulti. Oh mein Gott, komm schon. Ach, Cooldown. Mist. In der großen Arena habe ich ihn auch drin. Wir können ja mal schauen. Ja, was für ein Rang bin ich denn? 599. Die alle jahren 5 Sterne Warchief ist richtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, pff. 2 Ränge runter lohnt sich da nicht. Schon einigermaßen sein hier. 74, oh, guckt euch die Sterne an. Oh, einen Moment, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. So, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber wenn Besuch kommt, kommt Besuch. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, 75. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, nimm wir den. Ich steig zwar so gut wie keine Ränge dann. Auf. Ah, hier habe ich ihn noch nicht drin. Müssen wir nochmal gucken. Bin ich blind? Nee, ganz. Ach, zurück, ja, ja. Zurück, genau. Hier ist er. Okay. Los geht's. Wow. Der Admiral.
Hält aber auch massig aus, wenn er nachher Purple und Purple Plus One und so weiter ist. Hätte ich nie gedacht, dass er noch so gut wird. So, gewonnen. Wäre mal gut, wenn wir die Stage verlieren. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass... Naja gut, sieht so aus. Denn der Sturmlord ist ja erst im dritten Team. Ja, schlauerweise... Ja gut, das ist... verlieren wir eh. Ja, hier hätte ich vielleicht den Sturmlord mit reinpacken sollen gegen den Phönix. Oh. Ich sag ja, meine Teams sind echt Grütze, was die Grand Arena angeht. Da muss ich unbedingt nochmal nachbessern. Och, der Panda, wenn ich das live schon wieder sehe. Da, flopp! Jetzt muss er erst wieder ganz nach vorne dackeln. Zu geil. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ultimativfähigkeit vom Sturmzahn ist an. Aber es sieht ganz gut aus. Vielleicht hat er die Ulti. Nee, doch nicht. Oh, komm! Die Ulti kriegst du ja wohl noch. Und ja, nicht schlecht. Okay. Ulti ging nicht mehr so wirklich raus. Ich weiß nicht. Ansonsten sagt mir einfach, wo ihr ihn noch gerne sehen würdet. Dann versuche ich das mit einzubeziehen. Ja, genau. 83. Ja, hier 4 Sterne. Zack, zack. Das sieht gut aus. Warchief. Mystic. Sturmlord. Commando und... Nehmen wir sie noch mit. Machen wir mal ein schönes Magier-Team. Hat auch was. Ah. Oh, das Entchen wieder. Boah, 12.000 Damage hat er gerade an mir gemacht. Jo. Wie gesagt, schreibt mir in den Comments, wenn ihr ihn noch woanders sehen wollt. Ich meine, jetzt war er in der Kampagne im Booty Cave. Arena. Einzigste natürlich. Kreuzzug könnte ich Ihnen ja nochmal zeigen. Aber da möchte ich gerne, dass er vorher sein Level 70 erreicht. Wenigstens. Das wäre schon sehr ratsam. Also wenn er crittet, habe ich hier in diesem... In diesem Testkampf, dann crittet er mit über 6000, der Sturmlord mit seiner Ultimativfähigkeit. Also finde ich recht ordentlich. Auch gerade durch seine Attacke, dass er den Fronttank oder Nahkämpfer, wie auch immer, einen von denen nach hinten kickt, ist echt eine super Sache. Und boom, da hat man es gesehen, 6000 und zack, zack, alles erledigt. Also... Ich kann mir vorstellen, dass der auch für andere höhere Testkämpfe nachher recht gut geeignet ist. Aber das wird die Zeit dann mit sich bringen. So, mal schauen. So, Midas. Yay, ein Crit. Sogar 3. Sowieso, lange kein Crit mehr gehabt. Ausrüstung verzaubern. Ja, wen machen wir da wohl? Sturmlord. Nee, machen wir das nochmal. Wieder mehr Intelligenz hier. 25 schon, jetzt kriegt er gleich nochmal... Was weiß ich, wie viel oben drauf. 3, 2, 2... Oh. Ja, okay, 5 immer. Das ist nicht die Welt, aber... Ein bisschen mehr Schaden macht er. Okay, machen wir nochmal die... Elite-Stufen einmal abwackeln. Oh, schade. Wieder nur ein. Aber ich denke, morgen müsste ich es geschafft haben. Dann ist er 70 mindestens.
Und danach kommt mein Silencer nachgezogen. Naja, zwei Stück. Passt. Und der Kriegshäuptling noch. Auch wieder nur einer in dieser Stage. Jetzt geht das Telefon. Man hat hier keine 5 Minuten Ruhe. Okay, auch. Na komm, jetzt 2. 1. Ach, schade. Okay. Na gut. Wie gesagt, kommentiert. Sagt mir, was ihr von ihm haltet, was ihr denkt. Und ja, wo ihr ihn als nächstes sehen möchtet, dann schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.